Chorprobe mitten im Deutschen Museum. Das gibt's auch nicht alle Tage. Hat aber einen guten Grund, denn das Museum beteiligt sich an der Aktion Klingt nach Teamwork. Die findet im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 statt und dient dem Teambuilding. Im Deutschen Museum entstand so der Chor Oscar and His Swinging Owls. Oscar von Miller ist der Gründer des Deutschen Museums, wollten wir auf der einen Seite natürlich mit dabei haben, aber auch ist die Eule natürlich das Wahrzeichen des Hauses und wir sind alle Mitarbeiter oder das ganze Team sind das Haus und diese Teamarbeit wollten wir hervorheben und deswegen sind wir Oscar and his Swinging Owls. Und so sieht das Endergebnis aus, das der Museumschor zum Wettbewerb eingereicht hat. In dem Chor singen Mitarbeiter aus verschiedensten Abteilungen des Museums zusammen, ob aus der Bildung, Forschung oder den Werkstätten. Durch das gemeinsame Singen sind auch Kollegen zusammengekommen, die sonst eher weniger miteinander zu tun haben. Mir bedeutet das gemeinsame Singen sehr viel, weil es einfach eine Interaktion mit meinen Kollegen ist, die eben auch außerhalb dieser Arbeit ist. Wir vernetzen uns einfach nochmal anders da und deswegen ist dieses Singen einfach eine Plattform gewesen, nochmal unser Teamgefühl zu stärken. Gemeinsames Singen schweißt zusammen und das merke ich jetzt schon. Ich kenne jetzt einige Kollegen besser und man geht auch lockerer miteinander um, weil man einfach viel lacht zusammen und weil man sehr unkomplizierter miteinander umgeht. Das ist nicht mehr so Arbeitsebene, sondern sehr freundschaftlich auch. Die Kommunikation untereinander wird durch das Singen einfach viel lockerer, weil man mehr Leute kennt und man ist einfach irgendwie, man hat noch ein besseres Verhältnis zueinander als davor schon. Ich finde es toll, dass sich das Deutsche Museum an Klingt nach Teamwork beteiligt hat, weil ich dadurch gerade als neue Mitarbeiterin die Chance hatte, nochmal andere kennenzulernen aus anderen Abteilungen, die ich vielleicht sonst nicht kennengelernt hätte. Und damit hat die Aktion auch komplett ihren Zweck erfüllt. Durch gemeinsame Freizeitaktivitäten den Teamgeist am Arbeitsplatz stärken. Denn auch im Deutschen Museum weiß man, Teamwork wird immer wichtiger. Ohne Teamarbeit wird es nicht funktionieren. Wir greifen letztendlich oder wir suchen immer abteilungsübergreifend nach Lösungen für irgendwelche Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen ist Teamarbeit und auch der Austausch zwischen den Kollegen sehr wichtig. Arbeiten im Team ist für mich eigentlich das, was Arbeiten ausmacht, weil ohne Teamarbeit dauert alles viel länger. Man macht viel mehr Spaß bei der Arbeit, wenn man im Team arbeitet. Das ist einfach schön. Der Austausch mit Kollegen ist sehr wichtig für mich. Ich merke das jeden Tag an meinem Arbeitsplatz. Ich arbeite in den Werkstätten und da arbeiten alle Werkstätten zusammen. Alle Werkstätten, die Schreiner, die Bildhauer, die Modellbauer. Und man kann auch von den Kollegen sehr viel lernen. Das ist ein sehr inspirierender Arbeitsplatz und ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit. Also ich finde, das Museum ist ein besonderer Arbeitsplatz. Und vielleicht auch bald einer, der einen Chor als feste Einrichtung hat. Diese Überlegung wurde durch das Projekt nämlich angestoßen. Noch bis zum 30. September können Mitsing-Videos eingereicht werden. Die Abstimmung für den kreativsten Kollegenchor läuft bereits.